herzlich willkommen zu der vierten Episode des Gango-Vlog. Wir sind Gango Schauen, zwei Filmemacher aus Luzern. Diese Woche sind wir ein bisschen mehr im Büro, wir sind jetzt viel unterwegs gewesen. Das heisst, wir müssen die Daten auch irgendwann verarbeiten. Das machen wir diese Woche. Bevor wir aber in unsere Arbeitswoche starten, würde ich sagen, es ist Kaffeezeit. Jeden Montagmorgen mit der Planungssitzung der Woche, wo wir zusammen besprechen, was die Woche so ansteht und wer welche Aufgaben übernimmt. Und selbstverständlich darf auch eine Tasse Kaffee nicht fehlen. Magst du wieder meinen Hund? Wir haben den Luxus, dass unsere Bürogespänli von 110 immer am Mittag zu Mittag kochen. Manchmal auch der Jonas. Und das heisst, wir können immer alle miteinander zu Mittag essen, wenn es so schön ist wie heute. Essen wir zusammen auf der Terrasse. Wir befinden uns gerade im Endspurt von unserem Bratislava-Projekt, wo wir in der ersten Ausgabe angefangen haben. Dort haben wir uns ja dabei begleitet, wie wir mit dem Auto nach Bratislava gefahren sind. Das Projekt wird Ende dieser Woche abgeschlossen und der Clip geht schlussendlich ca. 90 Sekunden. Und für die 90 Sekunden haben wir jetzt insgesamt schon 270 Stunden gearbeitet. Das tut noch relativ viel. Wir haben auch recht viel gemacht. Wir haben natürlich neben dem Drehen, und wir haben schon gesehen, sehr viel Post-Production auch gemacht. Wir haben für das Projekt kleine Sachen nachträglich noch animiert. Wir haben im Tonstudio im Haus noch Off-Voice aufgenommen, die bearbeitet und unser Projekt geleitet. Und seit langem wieder mal habe ich auch für das Projekt selber die Musik gemacht, die wir dann als Soundtrack können verwenden können. Falls euch Wunder nimmt, wie der Clip aussieht, zeigen wir euch jetzt einen kleinen Ausschnitt aus. Time. How do you like to spend your valuable time? We think that you should be minimizing the time you spend worrying whether your financial services comply with the increasingly numerous and complex regulatory demands on your business. Spannend wäre für uns auch zu wissen, inwiefern das euch so Einblick ins Arbeiten interessiert, wenn ihr mehr davon seht, wie wir konkret an diesem Projekt arbeiten, wie sieht unsere Post-Production aus, wie sieht der Schnitt aus, wie sieht die Animation aus. Oder wenn es euch wundern nimmt, wie ich den Soundtrack gemacht habe zu dem Clip, dann schreibt es doch in die Kommentare und lasst uns wissen, was euch interessiert. Nicht jetzt, nicht wenn ich brülle. Ciao zusammen, es ist jetzt Freitag. Wir haben eine anstrengende Woche im Büro hinter uns gehabt. Die Woche an und für sich war nicht so spektakulär gewesen, weil wir relativ viel Zeit im Büro verbracht haben. Aber wir haben es geschafft, unser grosses Projekt, wo wir in Bratislava und in Zug gefilmt haben, ist fertig. Die Videopremiere ist anfangs nächste Woche. Und wir sind ziemlich glücklich, dass wir das jetzt noch fertig geschafft haben. Die Videopremiere ist im Kackel. Der Film wird dir gezeigt an einem Kongress. Und ich werde am Montag den Event festhalten im Kackel mit ein paar Interviews. Und dann schauen, wie das Video bei den Leuten angekommen ist. Wir gehen jetzt ins Wochenende und geniessen zwei filmfreie Tage und wir hoffen, ihr habt auch eine gute Zeit. Bis nächste Woche.